So, liebe Freunde der solaren Selbstversorgung, es wurde wieder gebastelt. So. Theoretisch sollten da 100 Watt rauskommen. Praktisch ist das Wetter nicht ganz optimal, wieder mal, aber besser wie der Schneesturm. So, was haben wir jetzt hier angeschlossen? Den nicht, der ist nicht angeschlossen. So, wir haben hier einmal ein Energiemessgerät, einen Step-Down-Converter. So eingestellt, dass er aus ca. 20 Volt, wenn ich sie nochmal abziehe, dann sehen wir 20 Volt, 21,5, 3 Volt liefert das Solarpanel. Und der Step-Down-Converter ist ganz witzig, der hat hier zwei Knöpfe. Wenn ich da drauf drücke, jetzt zeigt er mir die Eingangsspannung und jetzt zeigt er mir die Ausgangsspannung. Die kann geregelt werden mit diesem blauen Regler. So. Angeschlossen an diesen Step-Down ist so ein USB. Die 12 Volt Variante scheint mir abgeraucht zu sein, weil ich es leider auf 13 Volt eingestellt hatte, aber die 5 Volt Variante, also er schafft wohl auch 5 Volt, 21 Volt nach 5 Volt. Ich glaube 21 Volt nach 12 Volt wäre tatsächlich besser. Gut. Hier 5 Volt Eingang, Powerbank anstecken. Jetzt schauen wir, was passiert. Wird nicht sauber gesteckt. Das ist schon echt. So, jetzt aber. Powerbank meldet, dass sie lädt. Ja, das sieht doch gut aus, oder? 7 Watt. Das sieht doch gut aus. Also vorher ist da irgendwie die Voltzahl irgendwie auf 5,6 Volt runter. Auch die 5 Volt haben nachgegeben auf 4,7. Aber jetzt schaut das Ganze ganz stabil aus. Also die Powerbank lädt jetzt mit 7,4 Watt. Und so genau, was wir wollen. Also die Kombination hier scheint zu funktionieren. Ja, wie gut dieser Step-Down-Converter ist und ob es da noch bessere gibt, das müsste man auch rausfinden. Und ob es vielleicht auch besser wäre, hier, wie gesagt, mit einem USB-Verteiler zu arbeiten, der direkt 12 Volt verarbeiten kann. Natürlich, USB läuft immer mit 5 Volt. Also schön zu sehen, dass es auch so läuft. 20 Volt nach 5 Volt. 20 Volt DC nach 12 Volt DC wäre aber, glaube ich, besser. Also ihr seht, auch unter bewölkten Bedingungen kann man mit seinem System scheinbar eine Powerbank laden. Das heißt, ich komme nachher wieder und schaue mal, ob sie Powerbank geschafft hat, voll zu werden. Also ich packe das Ganze alles noch in eine wasserdichte Turbo-Box, falls es nass werden sollte. Viel Spaß beim Basteln weiterhin und ja, macht bitte ein YouTube-Video, was ihr gebastelt habt, damit andere lernen können. Danke, ciao!